Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dust an Elysium Tale. Ich habe mir die Pilze nochmal geholt. Also, das sind ja keine Pilze, das ist ein Moos. Genau, das Moos habe ich mir nochmal geholt. Ohne dabei einen Wiederaufstehungsstein zu opfern. Und jetzt würde ich sagen, ist es mal an der Zeit, dass wir mal weitergehen. Denn wir wollen ja eigentlich mal rausfinden, warum es kein Wasser in dem Dorf gibt, ne? Das war irgendwie so unsere primäre Aufgabe, wenn ich mich da richtig erinnere. Und um das zu erreichen... Ja. Hast du mich gerade umgeschmissen? Das ist nicht nett, Kollege. Sowas macht man einfach nicht. Trollvergeltung fertig. Ja, ich habe wohl offensichtlich gerade einen Finger von ihm bekommen. Was mir natürlich recht sein kann. Na, guck mal, wie süß. Das ist, herrlich. Ich überleg mir die ganze Zeit, ob wir auch irgendwann mal wieder in Gebiete kommen, die mir besser liegen. Au, halt mal auf! Was macht denn ihr hier mit mir? Das ist aber nicht sehr nett. Oh, das ist ja ein super Start in die Runde. Ach, das ist ja... Ach, du grüne Neune. Mein Gott, wie kann man sich mit dem nicht anstellen? So viel wieder zum Thema, oh, wir haben den Trollhunter fertig. Das habe ich nämlich jetzt gerade mal dadurch wieder versaut. Leider. Nicht beabsichtigt. Also, das heißt nochmal. Dieses Mal machst du das nicht mit mir, Kollege. So kommst du mir dieses Mal nicht davon. Irgendwann gibt es ja bestimmt auch mal einen Trollhunter zu kaufen. Das Problem ist einfach, dass diese Höhlen nicht dazu geeignet sind, um rumzuflitzen. Das ist tatsächlich das einzige Problem. Bäm. Bäm, 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 sage ich dann zu mir. Und dann sind hier immer die blöde Treppen und... Ach, was weiß ich nicht alles. Ey, schaut's aber. So, Kollege. Und jetzt kannst du von mir so herkommen. Siehst du, und dann haben wir nämlich wieder seinen Finger nicht. Ach ja, wie schade. Ah, was soll ich machen? Übrigens, ich muss mal sagen, die Anzeige oben auf der Karte ist ganz schön kaputt. Ich meine, wenn ihr mal guckt, in den Bereichen, in denen wir jetzt gerade waren, da steht, dass wir nun nicht wirklich vorangekommen sind, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ah, was machen wir denn? Eigentlich hatten wir die Geheimnisse schon alle. Na, Angriff. Wo sind jetzt die alle Echse hin? Ach, schon weg. Na gut. Dann hüpfen wir halt weiter. Geht's da nicht? Ne, da geht's nicht lang. Meisterring der Wachsamkeit. Aha. Ein Meisterring. Naja, Meisterringe sind immer gut, oder? Vielleicht wäre es auch gut, nicht immer runterzufallen. Schauen wir mal, was der Meisterring der Wachsamkeit so kann. Nicht sonderlich viel. Dreimal so viele Objektdrops. Und ich habe zwei Ringe des Lichts an, oder? Kann ich mir den herstellen? Könnte ich. Wenn ich fünf davon hätte.
Wir machen den einfach mal. Wir haben hier den Ring des Lichts und hier den Ring des Vagabunden. Wenn ich da den Meisterring der Wachsamkeit gegen austausche, dann habe ich da noch nicht mal einen Verlust für. Und ich habe noch einen neuen Anhänger bekommen, wie ihr sehen könnt. Den habe ich mir am Ende der letzten Folge noch schnell gebiberbastelt. Und so, dann gucken wir mal, was da oben für eine Truhe auf uns wartet. Guck mal auf die Karte. Wie gesagt, jetzt sind auf einmal wieder... Ich bin echt zu blöd offensichtlich. Wenn ihr jetzt mal hinguckt, dann seht ihr, dass jetzt wieder Punkte da sind und keine Kreise mehr. Also angeblicherweise habe ich jetzt in den anderen Bereichen doch alle Geheimnisse schon entdeckt. Weil eben war das ja noch nicht so. Also sehr seltsam. So. Dann öffnen wir das Kistelchen mal. Es wird Zeit, dass wir mal wieder ein paar mehr Schlüssel finden. Was ist das für ein Ring? Ring des Lehrlings. Na, das ist jetzt ja nicht gerade. Wow, 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 wow. Das ging aber ein gutes Stück nach unten. So weit wollte ich noch gar nicht nach unten. Denn eigentlich haben wir ja hier noch was zu erledigen in dem Bereich, wenn ich das richtig sehe, oder? Du Depp. Ist doch schon blöd, dass die Viecher, dass die Dinger explodieren, wenn ihr daran läuft, hm? Beziehungsweise wenn ich sie pflück und euch reinschubse. Sei ruhig! Ah, ruhig! Okay, offensichtlich gibt es hier noch ein Geheimnis mehr als das eine, was ich gefunden habe. Müssen wir mal gucken, hm? Also, hier war unsere Kiste. Okay. Wenn wir jetzt noch da drüben fliegen, dann kommen wir irgendwo hier raus. Okay. Wenn wir das uns sparen, dann kommen wir irgendwo noch da drüben. Mal gucken, ob wir da auf die Plattform kommen. Im Grund muss es ja haben, dass die Plattform da ist. So. Komm her. Ha, da ist er. Da ist der Grund für unsere Sorgen. Ich weiß allerdings nicht, wie ich dich da hochbekommen soll. Das könnte etwas schwerer ausfallen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich dich von hier aus holen kann. Oder? Ne. Das heißt, ohne Doppelsprung wird das hier schwer werden. Okay. Dann halt nicht. Dann gehen wir meins nach unten. Oder müssen wir ja immerhin auch hin. Ja, ich bin zurückgekehrt. Ich will mal kurz gucken, ob ich irgendwas eingetütet habe, was du noch nicht besitzt. Tatsächlich. Spritzkäferauge. Davon hätte ich dir gerne eins verkauft. So, dann wechseln wir wieder in den Einkaufsmodus und gucken, das ist keine 10. Warum hast du keine Trollfinger? Warum? Warum? Your trend. Oh, da ist die blöde Nudel. Who are you? I am Dust, and this is Fidget. We came from Mudpot seeking the one they call the Lady. Their springs have dried up, and I'm here to find out why. You would dare enter my domain and question me? Yes, the waters have stopped flowing. I was the one to stop them. Be careful, Dust. I do not believe she's used to being spoken to so casually. I meant no disrespect, I am Lady Tethys, and you will refer to me as such, with the courtesy reserved for all powerful beings of the realm. Okay, Dust, maybe you should dial it back a bit. She's getting pretty ticked off. Lady Tethys, the Mudpots need your help. One of them is already close to death, but your healing waters could save his life. You, a surface dweller,
would dare to question my actions. Who do you think you are, ordering me to release the waters of life? I would question the motives of any creature, deity or not, that would let their subjects perish without reason. I have felt the endless conflict as my waters ebb and flow through your land's surface, Dora. I see this water satisfying the thirst of a creature much like yourself. A killer with a broken soul. A creature like me? You mean... He leads a great army across these lands, spilling innocent blood and using my waters to give life to his campaign of hatred. I stopped the water so I could stop the violence. But you are punishing innocents and guilty alike. Your own followers in Mudpot will die without that water. If their deaths are required to save this world, that is a sacrifice I am willing to make. You speak in petty terms. A person, a family, a village. Their deaths, same as yours, are insignificant to the greater good. I sense a terrible danger, Dust. Prepare yourself. I have seen where your path ends, Lady Tethys, and I will not let you succumb to the same fate. Too many innocents have died already thanks to Gaius's campaign. So be it, Surface Dweller. If you would raise your sword against me, then prepare to have your accursed soul ripped from your body and purged in these holy waters! Na, nicht gleich so aggro, Madame. Warum denn gleich so aggressiv, hä? Könnte man sich schon mal fragen. Dass die immer gleich so aggressiv sein müssen, die Leute, ey. Ja. Warum wechselt er eigentlich immer wieder den Schussmodus von Fidget? Das geht mir dezent auf die Nerven. Na komm her, wo bist du denn? Hast du dich versteckt? Ich hab da noch so ein Schwert, mit dem man durchaus seinen Spaß mit dir haben könnte. Ah, nicht die blöden Dornen. Komm, so. Water of Life. What have you done? Now some sense into you, I hope. I can feel the darkness slipping from her soul, Dust. We have done it. She is now safe. Are you all right, Lady Tethys? What is this darkness Aura speaks of? I saw what your general was doing. I could feel the souls of all the innocents he killed screaming for help. And I succumbed to that darkness. That desire for justice, no matter the cost. Justice must be tempered with mercy, Lady Tethys. Otherwise, it is nothing more than revenge. I must apologize, Dust. I see now that you wield one of the blades of Elysium. Had I noticed before, I would have treated you with more respect. Blades of Elysium? I will explain later. We have other, more pressing matters at hand. I know you feel like you are doing the right thing by holding back the waters, but Mudpot needs them now more than ever. Oh, the waters, yes! I only hope it's not too late. Indeed. Though your motives were noble, I fear it did little to stop General Gaius and his campaign on the surface. Already I can feel his army's footsteps. They travel north, into the mountains. Then we gotta hurry. Ginger was on her way there too. Before you go, perhaps I can repay you for freeing me of my madness. At the base of the northern mountains, there is a grand estate. The baron of these lands is a man named Cain. He knew your general, and if you help him, he will be willing to assist you in your quest to end Gaius's campaign. And how do you know all that?
because I am attuned to the life thread, my dear. I can sense all life through the waters I send to the surface. Now, more than ever, I can feel the despair that all surface dwellers feel because of your general's hatred. He is not my general. Perhaps not now, but I can see you were once very close to this general Gaius. You can see into my past? Your soul is fragmented, like a shattered mirror. I can only see reflections in the broken pieces, and what I see makes little sense, even to me. There are powerful forces at work within you, Dust. How a living creature could carry such a shattered soul is beyond my understanding. However, that doesn't matter now. She's right, Dust. If we're going to speak to this Berengar, we need to get moving. Apologies, Lady Tethys, but we must make haste. There is a villager in Mudpot who is very close to death. I can feel it now. His life force is very weak. How could I let this happen? What have I done? We've no time to waste. Is there a shortcut back to Mudpot? Yes, of course. Right through here. Though I fear you may already be too late. We'll get there in time. Just you wait and see. I hope so, Fidget. Goodbye, Lady Tethys. Goodbye, Dust. And good luck. Ich muss mal sagen, wunderbar. Darauf hatte ich gehofft. Bitte, es ist der Doppelsprung. Bitte, Doppelsprung. Fidget hat eine neue Geschosstür gelangt. Nee. Interessant. Neuer Geschosstyp für Fidget. Aber keine Möglichkeit. I've noticed the waters in the valley have resumed flowing. It would be ignorant of me to believe you didn't have a part in that. What makes you say that? The waters did not resume flowing of their own accord. Of that I am certain. Yes, well, we did what needed to be done. As must we all, my friend. What did you find down there? If you don't mind my asking. Du stehst direkt daneben. A powerful creature who was misled by her own rage. Fortunately, we were able to knock some sense into her. And for that, this world is grateful. Take care, my friend. Meh, meh, meh. Ja, ja, schon klar. Oh, du hast endlich wieder einen Finger. Your Danke. Transaction is... Thank you. Haben wir nämlich das ja dann auch mal abgeschlossen. Wie gesagt, ich weiß nicht so wirklich, wie ich da rüben... Ich habe ja gesehen, wo ich hin muss, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Also, naja, so indirekt. Warte mal, wir stellen das mal hier auf Explosionsmodus um. Nein. Nein. Wenn ich es schaffen würde, darüber zu fliegen. Warte mal. Oh. Ah, Mist. Das lag aber auch nur an dem Kollegen hier, dass der da gerade da war. Und ansonsten kann ich nämlich eigentlich nicht hochfliegen. Und ich wüsste auch nicht, wie ich das sonst machen sollte. Okay, ich würde sagen, wir speichern uns hier einfach mal fix ab. Lassen es erstmal hier dabei für den Bereich. Vielleicht haben wir da in Zukunft irgendwie noch die Möglichkeit. Ja, es ist halt. Ich komme halt nicht nach oben. Das ist das Problem an der Sache.
Und der Timer für das Ding ist dezent kurz. Muss man einfach mal so sagen. Ja, noch mal kurz mit ihr sprechen. You have my thanks, Dust. Please, hurry back to Mudport. Ja, machen wir jetzt. Ist in Ordnung. Lang genug rumgetrödelt. Fidget hat eine neue Fähigkeit bekommen. Das ist ja schon mal halbwegs wichtig. Wo sind wir hier? Wenn ich das fragen darf. Ah, ich weiß, wo wir sind. So viel dazu. Hey, look! Sunlight! Fancy that. A final parting gift from Lady Tethys, it would seem. That'll help when we need to return to the surface. But right now, we should find Bopo. Lady Tethys seems convinced we would arrive too late. We'll get there in time. We have to. We did everything we were supposed to. You have much to learn about the world, Fidget. Sometimes even your best is not enough to avert fate. Come, let us make haste to the village. Na, er will ja, dass wir uns beeilen, aber... Ich habe noch eine eigene Agenda. Und zwar hätte ich gerne, dass du mitkommst, wenn wir nach da oben gehen. Vielleicht erinnerst du dich nicht dran. Aber wir hatten hier oben noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Oh, verdammt. Oh, das war knapp. Okay. Ich habe hier aufgemacht. Ich weiß aber noch nicht, was es mir bringt. Angeblicherweise ist hier noch ein Versteck, aber... Was zum Teufel soll es mir denn bringen? Ich will da runter. Oder ich will nach oben. Aber irgendwas will ich damit machen, dass ich das jetzt aufgemacht habe. Ach, ist ja auch egal. Dann halt nicht. Zurück nach Schlammling. Ach, Mann. Sowas ist einfach nur dämlich. Sowas geht mir auf die Nerven. Uns fehlt noch ein so ein blödes Schaf. Aber wir können jetzt erstmal das Moos wegbringen. Hallo, junger Mann. Ich hoffe, du bist well. Wir haben ein paar Klumpen von Red Moss für dich. Oh my, yes. These are lovely. They'll last me for quite a while. Here, why don't you stay for a while and have some soup? Guaranteed to be the best soup you've ever had. I appreciate the offer, but we're kind of in a rush. So I'll take it to go. That's a great idea. All right, here you go. Enjoy now. Thank you, Flohop. Take care. We found your sheep, Gappy. They didn't seem too concerned about being lost. I honestly have no idea how you carried those things around with you. Thank you, son. You're good people. Here, have some wool from my flock. Trust me, this is prized stuff. You're doing good in this world, son. Folks like you are always welcome here in Mud Park. Habe ich die Mission doch schon fertig gehabt? Ja, das ist ja gut zu wissen. Welcome back, Dust. We always. Mal gucken, ob der sich auch so freut, uns immer hier zu haben. You're doing good in this world. Ja, haben wir schon gelesen. Okay, dann haben wir das doch tatsächlich auch abgeschlossen. Hätte ich gar nicht gedacht. Dann kriegst du noch deine Revenge. Here you go, Blob. 4 Trollk fingers. Don't spend them all in one place. Woo, Daisy! Bet I could play the piano with these puppies. That's assuming I know what a piano is. You done right by me, son. Here's a little token of my appreciation. Tell you what, since you're in the hunting mood, maybe you could help me with my tape. I don't see how those two things relate. Also, I don't want to see how those two things relate. What's wrong with your teeth, Blop? Aside from the fact that I only got one left,
I've been wanting to construct me some dentures, and if you can bring me 10 rockhound teeth, I'll be sitting pretty. Smiling pretty. While I'm sitting. I've been keeping track of all the things people have asked you to do, Dust. This is probably the creepiest one so far. You said it, Fidget. All right, Blob, I'll get you some teeth. Ja, das, darum kümmern wir uns dann gleich. Ich würde sagen, ich habe jetzt echt ein schlechtes Gewissen, die noch länger warten zu lassen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, dass wir ihn hier, ja, das Wasser zurückbringen. Dust, look! The water's running! You did it! We came back as soon as we could. Where's your mother? She's inside with Pa. Once the water started flowing again, she brought it right in for him. Oh, look, here she comes now. Mama, look, they're here. I told you they'd get the water running again. Naja, ist sie happy oder nicht? Sieht nicht so happy aus. Bobo, darling, please come inside. Mama? What is it, Mama? He held on as long as he could, but it just weren't enough. Ha! Ha, no! You can't go! Dust got the water running, he did! I'm sorry, sweetheart. I truly am. He was such a fighter. It was just his time. And when it comes, there ain't nothing you can do. But we got the water running. We failed, Fidget. We weren't fast enough. Damn it! We weren't fast enough! Dust, you stop that moaning right this instant! You did what you could. You did more than anyone. And for that, you deserve all our thanks. You could have gotten the water running days ago. But I think the hurt was just too hard on him. Pa, didn't you hear? I got the water running! Pa! Pa! Master, let's give them a moment alone. Don't understand. We got the water running. We did everything we were supposed to. Fidget, it's like what Bopo's mother said. When the life thread calls for you, you must go. He was fated to pass, and there is nothing we could have done to stop it. That doesn't excuse this, Aura. Did you know? Did you know we'd be too late? If I told you before, would you still have tried to save him? The village needed its water supply. I would have gone to the lady either way. Then it doesn't matter what I knew. And it is why there is hope for you yet, Dust. What does that mean? Why is it that every time I make a decision, you treat it like some kind of test? What haven't you told me, Aura? This is not the time nor the place. And just what is the perfect time and place? How many more have to die before you tell me who I am? Who am I, Aura? What am I even doing here? Stop yelling! Just please, please stop. I can't take this right now. We did the best we could, Dust. We did the best we could. I'm sorry, Fidget. I didn't mean to... And stop worrying about who you are! You're Dust! You hear me? I don't care who you were! I don't even care if you used to work for that general guy! Because you're Dust now! Wise words, Fidget. Dust, your past is fractured, and your future is not yet written. But you have traveled through this world as a beacon of good, and that is all that matters. You're both right. I'm worrying so much about who I was that I've been blind to the good I've done as Dust. Anyway, it's late. We should find a place to sleep. A wise choice. A night's rest will clear your head. And with these final words, we commit Popop's essence to the life thread, where he joins all who have come and gone,
who were and who have been. We'll be seeing you, old friend. Goodbye, my love. Goodbye, Pa. I'll miss you. Bopo. Thank you, Dust. Without you, we wouldn't have any water. You saved Mudpot. I only wish I could have done more. Nah, you did plenty. You showed me what it means to be strong, even when the world's against you. Pa's gone now, so I gotta be strong for Mama. Strong like you. You're a good kid, Bopo. I think your father would be proud. I think so, too. I also think he's happy I found a friend like you. Thank you, Dust. I'm sorry, Bopo, but I have to go now. I have to get back to the surface to make sure this doesn't happen ever again. You'll come back, though, right? You gotta make sure you come back. I can't. I promise. Ja, ich würde sagen, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen in der Folge. Das würde das alles nur kaputt machen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und schauen, was wir hier noch so machen können. Bis dahin, wie immer, viel Spaß. Tschüss.